Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Daniel Leisentell. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Verlassen. Ja, ich bin mal wieder hier zurück. Ich glaube, wir sind am Schützenpass, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der Schützenpass war fertig. Wir waren ja am Backtrack, so viel steht fest. So, ich muss erstmal über die Steuerung hinkommen. Es ist nämlich schon sehr lange her, dass ich jetzt mal wieder gespielt habe. Weil wir können ja jetzt rutschen, soweit ich weiß. Solange ich das noch in Erinnerung habe, können wir jetzt rutschen. Ja, genau. Ja, genau, wir können jetzt rutschen. Okay, ja, dann machen wir doch gleich weiter und besuchen noch, ich glaube, wir wollten den verborgenen Hain endlich mal fertig machen, soweit ich weiß. Da hatte uns noch so ein Resonanzstein gefehlt. Genau, jetzt kommt langsam die Erinnerung wieder. Und da gehen wir jetzt hin in den verborgenen Hain. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. So. Da ist Zugang. Okay. Okay. Aha. Ah, okay. Oh. Also da unten ist ein Loch. Und da oben muss doch auch irgendwas sein. Da ist auch noch ein Loch. Hm. Unten oder oben? Gehen wir nach... Gehen wir erstmal da lang. Ah! Habe ich ein glückliches Händchen bewiesen. Uiuiui. Anhänger von Harabeyoi. Glaube ich. Ich bin nicht so gut in den ihrer Sprache. Oh, Inventar. Anhänger. Wir hatten jetzt den Anhänger von Harabeyoi. Was macht denn der? Oh, der macht alles besser. Ja, dann hauen wir den nochmal rein. Scheint auch viel wert zu sein. So, Zugang. Also unten waren wir jetzt. Waren wir dabei ja eigentlich. Mehr war hier ja nicht, oder? Nee. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir oben rum. Oh, da ist ein Stachel. Da darf ich jetzt nicht springen. Ah, da ist wieder dieses blöde Kletterscheiß. Klar, klar. Da ist ein Zugang. Muss ich das jetzt verstehen? Das heißt, wir können da gar nichts machen. Das heißt, wir sind jetzt nur wegen der Kiste hier reingekommen. Oder was? Ja, scheint so. Okay, gut, dann lassen wir es halt. So viel zum verborgenen Hain. Tut mir leid, ich habe das nicht gewusst. Ich habe eigentlich gedacht, wir könnten jetzt hier mal die Quest fertig machen, aber nur Pustekuchen. Müssen wir halt das nächste Mal wieder kommen. Okay, dann geht's eigentlich weiter mit dem Wald von Abadis. Abadis. Wir fangen einfach von vorne an und arbeiten uns da nochmal durch. Und ich gucke mal, was wir so entdecken werden. Aua. So, bisschen Geld noch mitnehmen. Komm mit. Jawohl, brave Münze. So. Gut. Irgendwas habe ich getroffen. Aha, aha, aha. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wo überall so Stellen waren, wo man rutschen konnte. Das waren sehr viele, ich weiß. Ich weiß nur noch, dass überall mal welche verteilt waren, aber wo genau die jetzt alle waren, ich müsste lügen. Oder geht es mit dem Rutschen eigentlich schneller? Naja, vielleicht ein bisschen. Ups. Ich
Bin auch noch immer sehr gespannt, wie die Story hier dann eigentlich endet, beziehungsweise wie sich das aufklärt. Wir wissen immer noch nicht genau, wer wir sind. Wir wissen immer noch nicht genau, was passiert ist. Und wir wissen nur, dass es gibt anscheinend Mondblüter, die eigentlich gar nicht so böse sind, wie sie dargestellt werden. Es gibt einen General, der eigentlich gut ist, aber anscheinend böse ist, weil er irgendwie rassistisch ist und Mondblüter hasst. Deswegen, ich kann es nicht sagen, wie und was da jetzt noch passieren wird hier in der Story. Es bleibt auf jeden Fall doch noch ein bisschen spannend. So, wie gesagt, ich müsste lügen, aber ich weiß gar nicht, wo es jetzt ist. Ach verdammt, ich habe gedacht, der Strahl trifft noch, bevor er mich trifft. Oder ist er niedrig? Hier scheint nichts weiter zu sein. Okay. Ja gut, dann gehen wir halt drunter. Kein Problem. Muy problemo, Mr. Comprero. Aha. Was haben wir denn hier? Ein Loch. Noch ein Loch. Und noch ein Loch. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Tut mir leid. Hä? Bin ich jetzt blöd, oder? Also da geht's doch eindeutig irgendwo hin. Aber ich komme nicht rein. Warum? Gut, hier ist auch nichts. Okay, ein nächstes Rätsel. Vielleicht geht's ja auch hier gar nicht weiter, sondern erst weiter vorne und das ist nur eine Spur zurück. Genau. Lass drauf, nach mir zu greifen. Bei mir wird nicht gegriffen. Ach, verdammt, falscher Knopf. Sorry. Bam. Brrr. Warum haue ich immer in die falsche Richtung? Das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Aber so, ich nutze gerade mal die Zeit zum Suchen. Nutze ich einfach mal so ein bisschen zum Labern. Ich labere ja eigentlich sehr gerne, auch wenn ich ab und zu mal sehr still bin. Ja, bei mir gibt es eigentlich nicht so viel Neues. Ich habe den Spaß an Warframe wieder entdeckt. Vielleicht haben ein paar von euch auch schon meinen Warframe-LPT-Test gesehen. Das war ein kleiner Versuch, um quasi zu testen, ob ohne besondere Aufnahmegeräte es möglich ist, auf der PS4 aufzunehmen. Und wer hätte gedacht, es ist tatsächlich möglich. Und das finde ich sehr geil, weil dann werde ich nämlich demnächst mich auch mal einen Angriff nehmen. Und werde eventuell mit Mark oder mit Black Zero werde ich einfach mal ein paar LPTs vielleicht aufnehmen. Mal gucken, was da so mir so vorschlägt. Ah, hier. Oh. Bomben? Irgendwas war doch mit den Dingen. Was war denn da? Stimmt ja, die haben geschrien und dann sind sie in die Luft geflogen. Muss ich das jetzt verstehen? Hey, cool, Level-Aufstieg. Sehr nice. Was machen wir denn? Fidget. Könnten wir eigentlich mal Fidget erhöhen? Oder erstmal unseren Angriff nochmal erhöhen? Ich glaube, wir erhöhen mal die Fidget. Bing.
muss erstmal rausfinden, was zum Geier es hier eigentlich auf sich hat mit diesen ganzen Pflänzchen, diesen ganzen anderen Klimpimpf. Ach, verdammt. Ich bin so schlecht heute wieder. Geht das eigentlich nicht kaputt? Nee, schade. Oh. Ja, ich weiß, keine Energie. Okay, noch eins. Erinnert mich ein bisschen an ein Spiel, was ihr vielleicht kennt, wo ich auch mal ein paar Videos bei YouTube drin hatte. Und zwar Impossible Game. Sagt euch das was? Weißt du? Ach, da ist ein Freund. Hallo, Freund. So. Falls ihr das Spiel nicht kennt, zieht es euch mal rein. Ist echt witzig. Jetzt. Ich habe keine Schlüssel mehr. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ich krieg keinen Anfall. Nein, 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 nein. Alles ist easy. Ist doch nichts dabei. Aber ich habe keine Schlüssel. Kann ich halt den Freund hier unten nicht befreien. Darf ich irgendwann wiederkommen, wenn ich Schlüssel habe? Muss ich mir alles merken im Kopf. Mann. Ja, und hier kommen wir dann raus. Okay. Das ist scheiße. Mann, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist echt kacke. Mann, ey. Ohne Schlüssel bist du bei dem Game hier echt aufgeschmissen, merke ich. Ohne Schlüssel läuft ja gar nichts. Ich meine, was willst du denn machen hier? Guck dir das mal an. Ach, nee. Oh, ist das fies, ey. Das ist so dermaßen fies. Das ist echt bitter. Da geht's einfach nicht wieder raus. Hier geht's nicht rein und auf der anderen Seite geht's nicht raus. Das ist echt fies. Ah, da geht noch nicht was. Quack, quack. Die quietschen ganz schön. Hey, vorhin warst du ein Grünling. Jetzt bist du so einer. Falsche Richtung, Fidget. Ja, aber den ganzen Weg hier wieder zurück. Super toll. Oh Mann. Aber ich wollte doch noch mal hier unten rein. Aus gewissen Gründen. Ja, weil, ich weiß, wir hatten noch eine Quest. Wir hatten noch eine Quest, wir sollen Florn-Tentakel und Florn-Funken besorgen. Und Florne, das sind diese komischen Elektroquallen, die da so rumfliegen. Und davon habe ich gerade gesehen, dass hier unten in der Höhle welche drin sind. Und da kann man vielleicht ein paar farmen. Da. So, das sind diese Florne. Da kann man das bestimmt farmen. Wenn ich die einfach immer wieder ein bisschen kill. Guck, man kann hier nämlich zurück und wieder rein. Und dann sind sie wieder da. Weiß ich nicht, ob wir das Zeug schon haben. Aber ich muss jetzt hier auch die Folge erstmal beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zum Florn-Killen. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao.